größere Expofläche und mehr Aussteller. Wie bei der Premiere gab es wieder die Möglichkeit, Bikes zu testen oder bei einem der zahlreichen Rundfahrten mitzumachen. Leider war das Wetter an diesem Samstag nicht ganz so prächtig, was den einen oder anderen davon abgehalten hat, das Event zu besuchen. Dafür schien dann am zweiten Veranstaltungstag umso mehr die Sonne. Kleinen Rundgang durch die Expo geht es nun zum Finale des Rondo Gravelminator. Gehen, rausmüssen. Stefan hat Vorsprung. Kann schon nach links gucken. Wenn er nichts sammeln sieht, der nimmt noch den Fuß innen raus. Das ist jetzt echt tief geworden und technisch. So, hier kommt der Sprungfahrer, Stefan, jawohl, der hat aber auch schon einen Abgang gemacht, noch drei Runden, er hat auch schon auf der Nase gelegen, aber die Seite ein bisschen aufgeschürft ist, so jetzt Nick, 3x2, Ja, das war's mit den Eindrücken vom Samstag. Auch wenn ich diesmal nur kurz da war, hat es mich gefreut, mal wieder ein paar bekannte Gesichter zu sehen und hier und da zu quatschen.
Schön wäre es gewesen, wenn bei den Gravel Games noch mehr Zuschauer gewesen wären. Gerade im Expo-Bereich und vor allem bei den Rennen an der Strecke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!